Wie sich Roggen- und Ahornsirup miteinander vermengt, wie sich das macht, sehen wir gleich. Hallo und willkommen bei The Bourbon Diaries. Heute haben wir eine spezielle Limited Edition bei uns auf den Tisch. Und zwar den Covell Rye, 100% Rye, also ist auch schon mal was Besonderes, aber mit einem Finish in Maple Syrup Barrels, also in Ahornsirupfässern. Altersangabe haben wir leider nicht. Wir wissen auch leider nicht, wie lange das Finish war, aber wir wissen, dass er nicht straight ist. Also genau. Kein Straight Rye kann also auch ohne weiteres unter 4 Jahre alt sein, ja. ohne dass es vermerkt sein muss. Ansonsten, ja, du hast schon gesagt, 100% Roggen, also so wie auch der Standard Covell Rye. Rolf schaut schon ein bisschen säuerlich skeptisch drein, aber wir werden gleich mal schauen. Ja, und Ahornsirup-Finish, spannend. Ja, Ahornsirup ist so eine Sache. Also es ist selten, aber wir hatten, glaube ich, mal einen, der nochmal was anderes war, wo man statt einem Finish wirklich Ahornsirup einfach reingekippt hat. Genau, das war der Knob Creek. Ja. Die Flasche habe ich auch schon bereitgestellt hier. Aber nur als Anschauungsmaterial, ja. Nicht als Vergleich. Das ist dann ein Bourbon, in den halt Ahornsirup reingekippt wurde. Das, wie heißt der nochmal genau? Knob Creek. Smoked Maple, genau. Mhm. Ja, nein, das ist hier was anderes. Hier haben wir wirklich ein Finish in gebrauchten Ahornsirupfässern. Und wir haben diese Samples deutschen Importeur von Covell bekommen. Vielen Dank, Hirsch. Vielen Dank. Und werden einfach mal schauen, ob wir auch das zweite öffnen müssen. Wollen. Ja, müssen vor allem. Ja. Ich würde sagen, ja. Also ich möchte ein bisschen mehr im Glas haben. Ja, dass wir hier die ganze Ahorndröhnung uns auch einfach mal geben können. So, ups. Mann, also eine wirklich dunkle, rote Farbe, würde ich sagen. Ja, also man ist verleitet zu sagen, man sieht den Ahorn. So ein bisschen vielleicht, ja. Ja. So, ja, 50% Alkoholgehalt, also durchaus etwas stärker als der normale Bourbon. Ja, und ich glaube auch als der normale Rye, der, wenn ich mich nicht irre, 40 hat. Wenn es falsch ist, blenden wir es ein. Mhm. Wie gesagt, Limited Edition. Hier in Deutschland ist das exklusiv für Kirsch abgefüllt worden. Mhm. Die gibt es aber auch in den USA in dieser Form. Ich habe schon Duft, ohne mit der Nase ranzugehen. Intensiv, würde ich auf jeden Fall sagen. Also das ist so ein Nosing, das könnte man auch aus der Entfernung machen, habe ich das Gefühl. Wirklich, ich habe schon einiges in der Nase. Ja. Oh. Ja. Ich fange schon mal an vielleicht. Mm, yeah, tief. Ja. Kraft. Ja. Durchaus Roggen Noten, also tiefe grüne Noten. Aber auch was Süßes. Wahrscheinlich der Ahorn, würde ich sagen. Der da irgendwo noch ein bisschen durchkommt. Mm. Ja, finde ich interessant. Also ich finde auch, so Roggennoten, tiefe Roggennoten, wie von dir beschrieben. Ahorn habe ich jetzt nicht als merkbare Note. Irgendwas Süßes. Irgendwas Süßes, ja, aber nicht Ahornsirup. Was ich jetzt schon mal begrüße eigentlich, dass wir hier nicht wie bei dem, ja, wir hatten das Video ja auch schon, zum Knob Creek Smoked Maple, wo einfach nur, also wie halt hochprozentiger Ahornsirup das Ganze am Ende war. Nee, also das ist hier schon mal in der Nase nicht so.
Sehr getragen auf jeden Fall. Wirkt so, als wäre das auch ohne so ein Finish möglich. Also man hat jetzt hier nicht ein aufdringliches Finish. Ja. Also gefällt mir durchaus ein guter Rye-Eindruck. Ich habe auch schon so ein, also wenn man jetzt mal hier auf den Coville Bourbon schielt, ich meine auch so einen gewissen Distillen-Charakter festzustellen. Also da ist eine gewisse Ähnlichkeit in im Charakter, finde ich schon. So in der Art und Weise. Okay. Ja, ich kann das kaum beschreiben. Ich weiß nicht. Also so, nicht, dass die Noten so ähnlich sind, aber es riecht wie ein ähnlicher Whisky, ähnlich gemachter Whisky. Ich weiß nicht, es ist für mich eine Ähnlichkeit da. Tatsächlich. Okay. Kann ich nichts zu sagen bisher. Naja, gut, dann. Aber gespannt. Cheers. Cheers. Bleib bei der Ähnlichkeit, beim Brennereicharakter, ob das jetzt an verwendeten Hefen liegt oder Fässern oder am verwendeten Wasser. Es ist ja immer mit Brennereicharakter so eine Sache. Da kommen hier verschiedenste Sachen zusammen. Mashbill ist hier eine völlig andere als beim Bourbon. Das kann es nicht sein. Aber ich habe echt eine Ähnlichkeit. Und ich meine, das ist das, was man immer so Brennereicharakter nennt. Aber werden wir mal konkreter. Denn es ist natürlich auch anders. Tief, schwer, Kraft, also wirklich eindeutig Rye, finde ich. Hat diese wirklich tiefen Rye-Noten, aber auch ergänzt so ein bisschen durch irgendwie was Süßes noch, dass das Ganze so ein bisschen abrundet. Gerade im Abgang habe ich so, was wir auch das ein oder andere Mal zum Beispiel bei Buffalo Trace sagen, so ein bisschen Honig oder sowas. Also da habe ich diese tiefe Rye-Note, Waldgrün, eingerahmt von Honigsirup fast schon. Also ja, macht ja Sinn. Der Ahornsirup geht so über in so eine süße Honignote. Also ich finde es auch auf dem Gaumen intensiver mit der Süße und auch ein bisschen mehr erkennbar, dass es Ahorn ist oder... Na, ist schon, also wäre es ein Honigfass-Finish, dann würde ich das auch glauben. Ansonsten die typischen Rye-Noten, tief, Holz, frisch, grün, süß natürlich, bedingt durch den Sirup. Aber bei typisch Rye bin ich gar nicht so an Bord. Also ich würde schon sagen, da sind diese Noten in diese Richtung. Ja. Aber für mich schmeckt das nicht, also schon nochmal anders als jeder Rye, den ich kenne. Tatsächlich. Mir gefällt dieser Rye. Ja, das wundert mich nicht, denn er ist anders als jeder andere Rye. Mir gefällt er ziemlich gut. Ich würde sagen, und das ist echt ein bisschen schade jetzt, dass wir den Standard Coville Rye nicht kennen. Mhm. Das müssen wir mal nachholen. Ich bin verleitet, wirklich den Brennereicharakter festzustellen, wirklich hier zu Bourbon. Aber, und um jetzt mal ein bisschen Substanz hier zu liefern, ich finde es interessanter und auch wohlschmeckender und rundum besser als den Bourbon. Er ist auf jeden Fall abgerundeter, runder, wie du schon sagst. Interessanter auch. Ja, er bietet mehr mhm. Geschmackstiefe. Mhm. Brennereicharakter kann ich eventuell nachvollziehen, was du meinst, bin mir aber auch nicht sicher. Also da halte ich mich eher dann noch zurück, sag ich mal. Es ist ein unglaublich schwer beschreibbarer Geschmack, weil irgendwas ist da, irgendwas, was man rausschmeckt, irgendwas, eine Gemeinsamkeit. Ich bin am ehesten verleitet, so eine Kräuternote, die in so eine Cola-Richtung geht, als Grundlage. Aber das ist so schwer benennbar, was hier der Brennereicharakter dann ist. Aber ich hab's wirklich. Also ich maße mir jetzt mal auch an zu sagen, ich glaube, ich würd die blind derselben Brennerei zuordnen. Ja. Also irgendwie. Dieses Kräuterige hätte ich jetzt tatsächlich wahrscheinlich eher dem Rye zugeordnet hier, aber kannst irgendwo nachvollziehen, was du meinst. Interessant. Ja.
Die Honignote erinnert mich an Buffalo Trace tatsächlich. Mhm. Oder die süße Note, die wir so vielleicht vorher bei Buffalo Trace mal hatten, hier und da. Mhm. Gefällt mir sehr. Ja, die gibt halt eine Tiefe. Wird mit Sicherheit vom Ahorn-Finish kommen. Was es nicht hat, ist so eine eigene Eichentiefe. Also, und da haben wir auch wieder die Ähnlichkeit zu dem, finde ich. Es ist jetzt nicht so eine gereifte, tief im Destillat steckende Eiche. Was sagst du zum Abgang? Schon lang. Am Anfang hat man noch so ein bisschen diese Rye-Noten, aber dann setzt sich durch doch diese Ahorn-Sirup. Das setzt sich durch. Ja, ich finde ihn sehr lang sogar. Also nicht in den Rye-Noten, genau, die kommen so am Anfang, aber ich finde ihn lang mit Ahornsirup. Mhm. Und das ist jetzt auch durch das ganze Tasting hindurch immer mehr geworden. Also ja. Je mehr man trinkt, desto mehr hat man dann so diese längeren Zeiten, auch nach dem Trinken im Mund, wo man wirklich diese Ahornsirup-Note hat. Ja. Tendiert fast schon so ein bisschen ins Klebrige, finde ich, im Mundgefühl. Ja. Nicht, aber nicht unangenehm, aber es geht schon so an die Grenze für mich. Also wer da empfindlich ist bei sowas, bei so ein bisschen süß-klebrig Ahorn-Sachen, der könnte hier auch an die Grenze stoßen. Also das ist halt so, beim Trinken habe ich das Problem, also beim während er auf dem Gaumen ist, nicht so. Mhm. Aber ich finde es auch im Abgang sehr dominant, dieses wirklich der Ahorn-Sirup-Charakter. Ja. Auch im ans Klebrig ranreichende. Ich meine, ich finde es irgendwie auch schon wieder spannend, so für sich gesehen. Hat was. Geht also noch, ne? Muss nicht, man nicht mögen. Zu viel, aber es ist wirklich echt lang mit süßem Ahorn-Sirup. Ja. Preislich liegen wir hier für 0,5 mal wieder bei 50 Euro. Das wären hochgerechnet auf 0,7 70 Euro. Ist ein stattlicher Preis. Für eine Limited Edition würde ich sagen, könnte ich vielleicht gerade noch so vertreten. Am oberen Rand, aber könnte ich gerade noch vertreten. Also ja, kann man sich mal hinstellen. Leute, die Rye mögen und auch ein bisschen was Süßes, warum nicht? Ja, ich muss halt sagen, Leute, die Rye mögen, also weil es nicht so ein typischer Rye ist, kann es passieren, dass man da auch nicht glücklich wird, auch als Rye-Fan. Mm. Ich würde dann eher sagen, Leute, die mal wieder irgendwie was Neues probieren wollen mit einem deutlichen Rye-Touch, sagen wir mal so. Mm. Ja, finde den Preis dann auch stattlich für etwas, was man sich einfach mal eben so hinstellt oder dauernd hinstellt, aber als Limited Edition irgendwie geht's noch. Ja, also ich bin geleitet, ihn mit all diesen Vorbehalten zu empfehlen. Wünschte mir, wir hätten jetzt schon mal den Rye, den normalen Rye gehabt. Das wäre echt interessant. Wir müssen das nachholen. Aber auf jeden Fall eher eine Empfehlung als der Bourbon aus meiner Sicht. Und das, obwohl er teurer ist als der Bourbon. Und das ist ja schon mal eine Aussage. Also ja, gefällt mir durchaus gut. Sage ich ebenfalls. Also auch als eigentlich nicht so Rye-Fan. Aber ja, vielleicht wirklich auch was für nicht so Rye-Fans, die mal einen Rye, der nochmal in eine ganz andere Richtung geht. Gehen und ich will auch überhaupt nicht sagen, dass er nix für Rye-Fans ist, aber es ist ein bisschen speziell. Nicht automatisch was für Rye-Fans, sagen wir mal so. Ja. Gut, ich freue mich aber darauf, den letzten Rest hier auch noch in Ruhe zu genießen. Das auf jeden Fall. Sagt uns mal, was ihr von Coville generell haltet, auch dem Standard Rye, wenn ihr ihn schon mal hattet, oder auch diesem hier mit Ahorn-Sirup-Finish. Würde uns auch sehr interessieren. Ich glaube, nochmal als so ein extra Fazit kann man sagen, der deutlich gelungener als der North Creek Smoked Maple. Ja. Also da merkt man schon den Unterschied zwischen einem wirklichen gemächlichen Finish in den Fässern oder wenn man das Zeug einfach nur reingekippt hat, wie bei dem. Nein, also es ist schon eine ganz andere Welt. Oh, ja. Ja, schön das auch mal dann so kennenzulernen, die Ahorn-Note. Ein bisschen versöhnt jetzt wieder mit Ahorn. Ja. Jetzt können wir wieder positiver an das Thema Ahornsirup rangehen. So, ja, bis bald, bis zum nächsten Mal hier bei The Bourbon Diaries.